aktiviert, der Gewinn. Gegen Mainz hätten wir auch mit der B-Mannschaft spielen können. Okay, läuft. Rote Regels. Läuft. Läuft richtig. Rennt schon fast. Meinst du, wie wir die abziehen würden, wenn wir jetzt mit A spielen? Reus, Götze, Raphael. Ja, aber die brauchen unbedingt eine Pause. Bender. Ja, wird schon heftig werden. André Hahn. Der Fabian Sigismund von Borussia Mönchengladbach. Ja, okay. Ja, links abseits. Hallo! Ist halt in Ordnung. Adrian, kannst du auch gut aus der Distanz abziehen? Nein, Fresse. Scheiße, aber die Mannschaft ist toll. Der Kerl ist schnell, flink und scheiß aggressiv, was den Kopf angeht. Bandowski. Haben wir auch was doch geholt. Richtig. So, schön. 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 Noch schöner und am schönsten. Sind wir ja schon in Tourette. Spaß. Abgewehrt. Abstoß. Klar. Wendet dich am Schuss, weißt du? Worum sind wir auf Tourette Spasten? Wenn man uns mal so eine Kamera betrachtet. Oder beobachtet wie Big Brother. Achso. Ja, ich hab eben halt da und da voll die Probleme, aber was Monika gesagt hat, das finde ich gar nicht so gut. Also, es ist schon so ein richtiges Flittchen, findest du nicht auch? Was? Big Brother! Und nie Big Brother geschaut. Echt nicht? Nö. Die erste Staffel habe ich mir gegeben. Ich weiß nicht nur, dass die irgendwie permanent beobachtet werden. Big Brother ist watching you. Und dass Big Brother halt so eine mega geile Stimme hat. Schlampe, geh raus. Beispielsweise. Komm, lauf, Mann. Komm mir doch nicht entgegen. Wenn ich zu dir passen würde.
die auf der Reserve haben echt zu lange nicht mehr gespielt, kann das sein? Ja, irgendwie schon. Hallo! Er gibt gegen mich, alles klar. Ja, deswegen beschwert von Burger ja gerade. Die haben auch schon lange nicht mehr gespielt. Man sagt, Sport. Ja. So, wollen wir mal zeigen, wie das geht, aus der Drehung zu schießen. Dafür brauche ich aber Götze oder Reus. Oder Raphael. Meine Fresse, Rodriguez. Was bist du denn für eine Pussy? Ich glaube, deswegen haben wir den auch auf die Bank gesetzt. Weil er ständig solche Dinger hatte. Und Ecke. Den kann man öfter benutzen, diesen Enkash. Enkash? Ja, keine Ahnung, wie er heißt. Ja, Enkash, Kansash oder wie der ausgesprochen wurde. Enkash. Aber gar nicht so übel, dass ich gesagt habe, lass Bomben dran, ne? Das Billett hat auch geschafft, nur mit 5 Gegentoren. Mindestens. Das ist einfach nicht schnell. Hey, der Kopf war außerhalb des 16ers. Normalerweise müsste ich jetzt voll wegprügeln. So, bam, volles Fund, ey, und das war mein Kopf. Death Jam meldet sich über den Game damals, Death Jam. Es gab noch einen PlayStation 3 Teil von Death Jam. Ja, das war scheiße. Echt, war das so kacke? Ja, mega mies. Ich hab den nie gespielt. Ich weiß nur, dass du keine Lebensenergieanzeige hattest. Ja, der war mega mies. Komm, das wäre so oder so ein Tor gewesen. Aber das ist aber wieder ein Thema. Elfmeter raus, sorry. Ja. Und rote Karte rausholen. Wie war das gegen Bremen? 2 rote Karten, ja, für 2 Minuten. Besteigen. Nein, du besteigst nicht unter mich! Zack, den Spear hinterher! Nein, Eifersucht! Warum hat das nicht drauf? Ich nehme Ball, das ist Zufallsball. Das ist ja scheiße. Zentimeter zur Seite. Ich dachte, hätten die jetzt auch noch laufen können. Lassen können. Tja. Tadeus! Tadeus, Tadeus. Am Arsch bist du schon noch da. Okay. Sieht immer so anders aus. Das sah immer anders, sah gerade eben aus wie anders aus. Kopflos, hallo. Das will ich mir jetzt einfach nochmal geben. Ne? Oh, rasiert. Eiskalt. Da war sogar eigentlich ein Handspiel. Goal. Eigentlich ein Handspiel. Ja, ich hätte jetzt gelacht, wenn der Schiri nochmal gepfiffen hätte. Und macht der ja eigentlich. Naja, es kommt drauf an. Die letzten Mal hat er es auf jeden Fall getan. Aber das eigentliche Tor von der Hut, wäre das jetzt eben kein Elfmeter geworden, war auch geil mit der Hacke. Ja. Sollen wir mal gucken, ob der aus der Entfernung kann? Nächstes Spiel gegen RB Leipzig. Da müssen wir Kedira spielen lassen. Gegen seinen ehemaligen Fall? Ja.
würde auch direkt auf den Gegner zupassen. Die Mannschaft kriegt auf jeden Fall die Tage, wenn wir wieder Training offen haben, kriegen einige von denen ein krasses Trainingsupdate. Ne? Ja. Mein Gott, es steht 3-0, aber könnte höher stehen. Besonders von so einem André Hahn oder einem Dahoud erwarte ich mehr. Komm, gib den Elfer. Rodriguez raus gegen einen Reus. Und Sven Bender. Und Andowski gegen... Ja, vier Dings laufen lassen, anderen vor. Und nehmen wir den... Da ruft nach hinten gegen Kedira nach vorne. Kedira darf auch mal schießen. Und den Ball hat er sich geholt. Und jetzt ein Schuss. Das ist ein Tiefer. Nicht unbedingt mehr. Nee, aber ein Tiefer und wäre schön geworden. Vom PC überlassen. Ja, klar. Team Werner. Schick doch Reus an. Werner macht das vierte. Das war der Tor, was ich gerade eben mit Haaren machen wollte. Blöd wieder, dass der Dings da steht, ey. Ja, klar, da merkst du wieder B-Mannschaft, weißt du?
oder so ist. Oder nee, der wird mir Kedira klar machen. Was war denn das jetzt? Also bin ich besseres von einem Kedira gewöhnt? Meter ist eine 50-50 Chance. Ja, trotzdem. Auch ein Ronaldo kann man verschießen. Gib bitte mal Foul hier bei so einer Scheiße, Schiri. So, jetzt aber. Darunter. Wie schön er es gemacht hat. Das hat er sich aber jetzt verdient. Ja. Nicht mehr schlagen. Hä? Nicht mehr schlagen. Also dann ein bisschen mehr Not, oder? Bis tief rein, ich merk's gerade. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Ja, ich weiß, aber die Erschütterung ging doch ziemlich krass im Rücken vorbei. Ey. Ich komm jetzt, Reus. Ich würde dann mal sagen, bis zur nächsten Runde, ne?